Dann ist die Formation tatsächlich nicht aufgelöst, aber es gibt nur noch einen, den, ich weiß was, ich werde den einfach mal komplett aus dem Kampf nehmen. Ich setze einen Zustand auf betäubt. Ziehen So, raus. und ja, weil das ja ein Sturmangriff war. Ich habe keine Waffe. Entsprechend nehme ich an, der Bär wird den Angriff machen. Also wird er irgendwie mit dem Maul voran, den Clown voran reinspringen. Ja, Ich Raphim weiß hat nicht, wie viel einen Schaden so Mira-Boden. Du hast einen eigenen was? Mira-Boden. Okay. Ja, was willst du? Willst du Biss oder Clown? Such's dir aus. Wenn wir im Sturmangriff voran sind, ist vermutlich die Clown. Die Clown, gerne. Haut sie daneben. Nee, nee, es ist kein Angriff. Sorry, der Angriff kommt über meinen Reitenwurf. Ich brauche nur den Schaden von ihr. Ah, okay. Ja. Den 9 und welchen Niederwerfenwert hat Mira? Pferde haben 4. Haben wir nie geregelt, vermutlich ähnlich, nehme ich an. Nehmen wir an, dass wenn Mira ein Pferd, dann muss der Typ jetzt. Also er kriegt 9 Schaden, weil er dahin Ja. ist die Zone wichtig. Wird erstmal eine Wunde sein, weil er ist nur ein Magier. Okay. In den Torso, also kriege ich noch einen W6 hinterher. Ja. Der Zusatzschaden und dann darf er einem 4er Niederwerfen widerstehen. Also er macht eine KK-Erschwerung 4. KK um 4 erschwert. Schauen wir mal nach. 12 um 4 nicht geschafft. Dann fällt er jetzt zu Boden und verliert einen W6. 2 W6, Ini? Ja. Ich ziehe Es einfach ist mal nur ein komplett Niederwerfen, ich weiter glaube, es nach ist nur ein vorne. W6. Okay. Dann bist du aus der Formation ausgebrochen. Ihr hattet ja nie eine. Ich werde Leon mal da lassen. Was wollen derweil die anderen sehen, während ihr seht, wie Yarlan ohne eine Hand, nur mit einem ekelhaften kleinen Schwert von Isaron, auf die Formation zusprintet und darüber hinweg? Das Schwert, das ich im Das Ring ist ein weggesteckt habe, um super den geiles Bären starten zu Schwert können. von Tom Eisenger. Hallo? Abelmir, du hast gesehen, wie dein Feuerball an der Gardianumwand des Magiers zerbrochen ist. Was mögt ihr tun? Ich fange einfach mal wieder an bei Boltax. Ja, ich würde mich natürlich weiter nach vorne bewegen, aber ich bin halt nicht so schnell, deshalb. Ja, setzt euch weiter ran. Ja. Alles Gut. klar. Der Oberst kennt auf alle Fälle Mira und vor allem den Reiter als gefährlichste Person, wird die Formation verlassen, auch wenn er dahinter stand, und sich auf dich zubewegen. Auch wenn er sehr langsam ist, aber ja, irgendwo hier dann gleich neben euch stehen. Und ich hatte euch schon mal weiter nach hinten gezogen, dann mit einem Sturmangriff auf Yharlan gehen. Sturmangriff, seine Geschwindigkeit ist 4 oder so. Erschwert um 3 Punkte. Erschwert um 3 Punkte, warum? Weil Fußkämpfer gegen Dritten. Aber in deine Seite. Nicht in deinen Rücken, aber in die Seite, so hebt sich das auf. Okay. Ich würfel mal mit seinen Schnippschnapp Hellebarde. Nicht geschafft. Dann würde er jetzt einen Passierschlag von mir kriegen, aber da ich noch keine Waffe habe, ich versuche darüber den Bären zu kontrollieren. Ich gebe ihm keinen Fausthieb mit. Er darf gerne an mir vorbeistolpern, Ja. ohne Konsequenz. Bleib einfach vor Mira stehen und dann seid ihr jetzt in einem Nahkampf gleich gebunden. Aber mir. Ja, ich würde eine Waffe ziehen und an Boltax Seite, Boltax zu schützen und an seine Seite schreiten, Gut, kannst du gleich laufen. neben ihn ziehen. Wie gesagt, die Formation wird dann auch gleich vor euch stehen. Könnt ihr dann in den Nahkampf, wenn ihr wollt. Die Lücke ist noch offen. Yharlan hat schon durchgezogen. Isarun 21. Leatmund bleibt zurück, oder wie ist das? Er möchte nicht mitkämpfen. Es sei denn, du sagst ihm, kämpf mit. Er hat einen Streitkolben. Nee, der soll ja nicht mitkämpfen. Ich Dann habe bleibt er hier nur Angst, dass stehen. er irgendwie beschossen wird oder so. Nee, er wird sich dann hier in den Schatten stellen, wenn du das möchtest. Ja, dann möchte ich das. Ja, Dann möchte ich mich Streitkolben. weiter nach vorne bewegen. Gut, kannst dich dann auch neben Boltax ziehen, beziehungsweise ihr könnt dann gleich in die nächste Kampfrunde mit den Nimuan-Luren-Formationen eintauchen. Dann, Raphim, du hast deine Liturgie beendet, ebenso auch er, und du siehst, wie seine Fischschuppen wohl weiter zunehmen und schwarz werden. Ja, Raphim würde aber etwas anderes wirken, und zwar der, der übers Schlachtfeld schreitet. Ja. Wirkungsdauer verlängert, dementsprechend Effekte natürlich auch verlängert. Ja. Jetzt ist nur einmal die Frage, was die Modifikationen angeht. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Die haben wir hier doch mal irgendwo gehabt oder nicht? Ihr seid möchtest nicht du auf lieber Feindgebiet? gehen? Ja, gehen wir aber mal durch. Handelt aus einer Notlage heraus. Notlage ist es nicht, nein. Naja. Handelt in kirchlichem göttlichem Auftrag. Da würde ich sagen, ja. Bis zu -7. Minus 4. Handelt aus Minus 4. eigensüchtigen Motiven? Nein. Nein. Magischer Zwang? Nein. Altbrecher Frevler? Nein. Nein. Gescheitert? Nein.
Geweihter Boden, nein. Voller Ungläubiger und Zweifler. Nein. Nein. Nicht Limbus, dämonisch verseucht. Nein. Gut. Er steht vor einem Krakon-Geweihten. Nicht dazu gedachte Monat, nicht Feiertag des Kultes. Greift ordnend harmonisch ins Weltgeschehen ein? Noch nicht, nein. Stört aber auch nicht, also kein Problem. Würfel mal. Minus 4, ne? Ja, minus 4 plus 2, weil ich die Liturgie aufstufe, damit es eine Grad 2 Liturgie wird. Also es ist eine minus 2. Das hat folgende Auswirkungen. Die Liturgie wegen Wirkungsdauer geboostet dauert jetzt LKP Stern mal Spielrunden. Bedeutet ja. Also eine Stunde. Dürfte also egal sein in Zukunft. Eine Stunde. Interessant. Merken wir uns. Richtig. Des Weiteren Auswirkungen. Bei jedem Schritt des Geweihten dröhnt und bebt die Erde, wodurch er deutlich beeindruckender und furchteinflößender wird. Um ihn erstmals anzugreifen, ist eine LKP-Stern durch 2 plus 5 erschwerte Mutprobe nötig, da der Effekt verstärkt wurde. Außerdem sinken Attacke und Parade der Angreifer jeweils um LKP-Stern durch 2 plus 5 Punkte. In diesem Fall sind das 11 Punkte, die er auf Attacke und Parade verliert. 11 Punkte, also minus 6 minus... Achso, auf beide? Nein, auf beides. Ja. Wow, was? Deswegen habe ich das auch in dem Duell damals nicht benutzt, weil das so OP ist, aber das ist super, um Leute reinzurennen. Okay, wie ist die Mutprobe erschwert? Ich würfel erstmal die Mutprobe. Auch LKP-Stern durch 2 plus 5 dürfte in dem Fall also um 11 erschwert sein. 6 plus 5. Ja. Schauen wir mal, ich gebe ihm eine Mut 18. Ja, klar, macht Sinn. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Wow, was? Ja, dass er über Schlachtfeld schreitet. Eine geile Liturgie. Er kann nicht angreifen oder was ist? Ihn erstmals anzugreifen, ist eine LKP-Stern durch 2, in diesem Fall aufgewertet, also plus 5, erschwerte Mutprobe nötig. Ja, okay, um ihn erstmals anzugreifen. Er kann aber parieren. Ja, aber im Grunde hat er jetzt Angst vor mir. Ja, das ist richtig. Aber also er hat ja sowieso Paradeeinschränkung, ne? So. Ja. Ich lasse ihn die erste Kampfrunde kannst du halt dreimal umwandeln und er ist zum Parieren gezwungen. Danach kann er halt normal kämpfen. Okay, ja. Dann kannst du quasi, weil du jetzt fertig bist, auf der 22 anfangen im Nahkampf. Ich gehe mal davon aus, welche Distanzklasse, das ist jetzt nämlich wichtig. Soweit, dass ich für mich effektiv handle, aber da er mehr hat. Ich stehe im Halbschwert. Tue ich ja immer. Also NS. Also er würde ganz gerne auf N kämpfen, weil er seinen Chorspieß aktuell nicht als Speer führt. Noch nicht. Ja, das ist in Ordnung für mich. Okay. Gut, dann gibt es da, wenn du auf N auch kämpfen möchtest, dann könnt ihr auf N rantreten und er würde dann verteidigen. Er ist halt gezwungen dazu. Kannst anfangen und umwandeln. Ja, ich drücke ihm erstmal einen 5er Wuchtschlag. So, jetzt hat er um eine 11 erschwerte Parade. Schafft er nicht. So, das ist einmal der Chorspieß auf die 17, erschwert um 11, dann bin ich bei der 6, habe ich nicht geschafft. Dann wieder. Der erste Angriff, dann kriegt er direkt nochmal einen Wuchtschlag hinterher. Ja. Wieder um 11 erschwert. Chorspieß. Das ist gelungen. Okay, und dann kriegt er jetzt nochmal einen 1er Wuchtschlag. Aber ich nehme an, er hat einen Waffenmeister. Ne? Er hat einen Waffenmeister. Ja, okay, gut. Dass dir das dann im Prinzip auch um 5 erschwert. Muss trotzdem umwandeln mit einer plus 4, ja, richtig, plus 11. Richtig. Und das hat er geschafft. Nee, 11 plus 4 ist 15. Hat er nicht geschafft. Ach so, er muss auch umwandeln. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, nee, er muss auch umwandeln, weil er keinen Schildkampf oder sowas hat, sondern Chorspieß auf Baran. Ja, ist richtig. 17, also hat er einmal 17, einmal 16, einmal in die Brust und einmal in den Schildarm. Ja, 17 und 14. Ja. Keine Ahnung. War es nicht gerade noch 17 und 16? Warte mal, lass mich nicht lügen. 16 und. Achso, auf die 14. Die 14 war der Angriff. Dann sind das 6 und 7. Keine Wunden und damit bist du durch. Die Moluren sind auf der 22, ihr seid noch nicht dran. Sie bleiben in Formation stehen und
füllen so ein bisschen oder versuchen so ein bisschen die Lücke zu füllen, damit ihr nicht auf Jarland zurückschließen könnt. Zusammen in 30. Kannst du aufschließen, wenn du willst? Ja, vielleicht diagonal neben Abelmir, falls sich dann da eine Lücke auftut und sie Jarland vom Eisbären holen. Ja, also dann kannst du dich neben Abelmir positionieren, wenn du meinst, dass es wichtiger ist. Lasst euch nicht einkreisen. Dann machen wir weiter mit dem Magier, der kämpft um sein Leben. Möchte vorziehen. Ja. Kurze Regelexkursion. Ja. Andererseits habe ich, wenn ich wollte, dass der Bär hier, dass mein Reittier einen Angriff ausübt, müsste ich ihm dies befehlen über eine Reitenprobe. Mhm. Das Problem ist, niemand weiß, wie Kriegsbären funktionieren. Jana hat doch keine Ahnung, wie die Shorthands da sind und wird das nicht können. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das irgendwie Raphims Chor gesegneter Kriegsbär. Kämpft er vielleicht einfach von alleine mit dem Magier? Also, er liegt am Boden und wenn du dich um den Nemeria kümmern willst, dann beißt Mira ihm jetzt die Kehle durch. Ich werde Mira keine anderen Befehle geben. Ja. Ich versuche, sie wegzureiten, aber ich glaube, ich werde ihr nicht gezielt befehlen können, ja, jemanden anzugreifen. Raphim, wie viel Schaden? Also, jetzt, er kann noch eine Parade plus 5. 3 ist, glaube ich. Am Boden müsste 3 sein. Er liegt am Boden, ja genau, plus 3 und dann, er ist sowieso irgendwie Parade 8. Er würde auf alle Fälle versuchen, sich gegen Mira zu wehren und ihren Kristall entgegenstecken. 13 ist die nächste Wunde. Ich schaue gerade mal, ob er das auch wieder ignorieren kann. Nee, er ist kampfunfähig und wird jetzt gleich gefressen. Das war der Bauch, der reißt ihm also vermutlich gerade die Innereien heraus. Ja. Ich bin noch beim Vorziehen, ich möchte mein Schwert ziehen. Zustand. Also Isarons Schwert, danke für die Leihgabe. Tot. Mein Schwert, das wird schon gleich annektiert. du ziehst dein Schwert. Bist du fertig oder möchtest du Nein, kämpfen? Ich möchte mir ansonsten die Parade gerne aufheben. Also wir waren bei der 8, die 8 ist tot. Ich ziehe gerade mal runter. Boltax 15. Ja, ich würde damit beginnen, einen Zauber zu wirken. Und zwar die Dunkelheit. Okay. Aber das braucht noch ein bisschen. Ich kann natürlich jetzt schon auswürfeln. Wenn du möchtest, hast du Zauberkontrolle, dann mach das Sinn. Ja, selbstverständlich. So. Wird gelingen, auch wenn es nicht gut ist. Wohin? Der entsteht ja um mich herum. Also du willst ihn nicht vor dich setzen? Nee, kann ich in dieser Variante gar nicht. Wann entsteht der? Der entsteht in 5 Aktionen. In 5 Aktionen, okay. Voltax 15, fertig. Der Oberst der Homeria ist mit dir im Nahkampf. Er macht einen Hellebardeangriff und einen Scherenangriff in deine Seite, weil du noch in der Seite stehst. Minus 3. Ist er ein großer Gegner? Er ist ein großer Gegner. Dann werde ich den Hellebardeangriff parieren müssen. Dies gelingt mir. Schade, dann kommt noch der Scherenangriff. Das sind 9 TP minus deine Rüstung. Hast du Rüstung? Ich glaube, Raphim war es, glaube ich, der mir geholfen hat, meinen Kettenhemd anzuziehen. Dein Kettenhemd, alles klar. Solchen nehme ich davon 4 Schaden. In deinen Schildarm, also in deinen neuen Schildarm. Er beißt den toten Arm, weil der auf der rechten Seite ist. Ja, du versuchst gerade so ein bisschen dein Pferd zu drehen, dein Kriegsmann zu drehen. 17, aber mir. Ich würde probieren, die Formation aufzubrechen, die mich hinter sie teleportiere mit einem Umbraporter. Wow, ich wollte gerade sagen, ja, Formation aufbrechen, ja, versuch's, aber. Dann ich weiß ja nicht, diese Formation hat einen durchbrechenden Eisbären überlebt. Ich bin nicht sicher, was die Jungs noch alle können. Es ist relevant, weil die Brücke aktuell überdacht ist. Ne? Also ihr seid noch im Schatten. Die Herzog-Kunibald-Brücke ist noch nicht offen. Schatten ist da. Es ist misslungen. Ich würde gerne Chip einsetzen. Schicksalspunkt. Ganz nochmal würfeln. Die Schicksalspunkte fliegen früh. Es ist ein Kampf, was erwartest du? Ah, gerade so. Diesmal ist es gelungen. Aber egal, die 5 ist eingetragen. Ja? Aber du tickst auf den Boden mit deinem Stab, verschwindest in den Schatten und die Finsternis spuckt dich auf der anderen Seite wieder aus. Wo? Dort kannst du es aussuchen? Eine Akteur, da auf rechts, hat mich schon ganz gut. Überlegst du, ne? Also wenn ich mich jetzt umdrehe oder was auch immer mache, überlegst dir. Gut. Erste Aktion? Ja, dann will ich zuschlagen. Ich habe da eine Aktion. Ich habe 2 Aktionen, oder? In den Rücken minus 5. Die minus 5 gleich nutzen für den Wurfschlag plus 8, also plus 3 insgesamt. Ja, Formation ist natürlich nach vorne ausgerichtet und kann nicht nach hinten parieren. Ja, gelungen, Wuchtschlag in den Rücken eines Moluren. Was haben die für einen Rüstungsschutz? 3.
12 TP nur. Ja, sind 9 auf dem 10. Molurenkrieger. Das ist ja mir falsch. Du hast auch einen 8er Wuchtschlag angesagt. Ja, Entschuldigung. 8er Wuchtschlag? Rechnen wir noch. Die 20 TP, ja? Ja. 20 richtig, minus. Ja. Was war das? 3, ne? Nee, rechnen wir 5, sind 17. 17, Entschuldigung. 5 dazu rechnen wir. 17 SP auf Molurenkrieger 10. Gib dir mal eine Zone. Ja, das ist auf alle Fälle eine Wunde. Mal der Schildarm. Schildarm, ja. Hab dich enttäuscht, Abel. Kopf könnte halt auch mal relevant werden, ne? Dann spießt du ihm gleich den Kopf weg. So, Abel, mir ist durch. 20 Jahre, du hast vorgezogen. Iseron 21. Ja, ich wollte mich nach vorne bewegen. Was war das nochmal mit der Karte? Einer im... 1 zu 2. Du kannst dich auf alle Fälle jetzt auf ihn drauf... Also auf die Formation kannst du jetzt drauf. Okay, dann möchte ich hier nach links gehen. Ja. Oh, warte mal, ich habe mich ein bisschen zu weit gezogen. So kann man das ganz gut sehen, ne? Zwischen den beiden. Möchtest du einen Sturmangriff machen oder einfach nur Aktionposition und dann... Nee, Aktionposition, weil Sturmangriff habe ich nicht hier. Weiß nicht, verbraucht das beide Aktionen oder nee, kann eine. Ich noch was angreifen? Kannst du noch angreifen. Oder cool, parieren. Sagen wir so viel erschwert, weil du dich positioniert hast. Ach, pipapo. Nee, mit 2, da würde ich lieber einen parieren von denen. Einen parieren, okay, dann du hast dich so hingestellt, dass du nur 2 Angriffe ins Gesicht bekommst. Diese Runde ist fertig. Rafim, 22. Ja, also ich greife erstmal auf jeden Fall einmal an. Ja, er ist vor dir dran. Er möchte einmal zuschlagen und zweimal parieren. Ja, also ich weiß nicht, ob er mich angreifen kann, ehrlich gesagt. Ich würfel nochmal eine Mutprobe. Wieder ja, plus, das steht da, es ist irgendwie so nicht definiert. Das ist ein bisschen blöd. Ich würfel mal eine Mutprobe kommen. Ja, mach mal. 20. Er wird weiter zum Parieren gezwungen. Meine Güte, ich liebe diese Liturgie. Gegen Karkon Geweihten finde ich das aber auch stylisch, weil er hat auch wirklich gerade viel Rüstung im Schutz und passt. Hier wären die 9 Streiche echt nicht gut geil gewesen. Ja, ist auch wieder richtig. Also er pariert wieder 3-mal. 6er Wuchtschlag, komm. Ja. 1. Hat er nicht geschafft? Warte mal, nee, genau, ist immer noch im 11er Schwert, hat er nicht geschafft. Nächster 6er Wuchtschlag. Ja, nicht geschafft. Hat er auch nicht geschafft. Und dann 2er Wuchtschlag. Ja, plus 11, plus 4. Also, kriegt 3 Stück. Kriegt er jetzt einmal 6, einmal 18, einmal 22, 8, 12 und noch einmal 16 6. Ins Bein, in den Torso und in den Schildarm. Ich weiß nicht, ob Torso 22 ist eine Wunde? 22 ist eine Wunde, die kann er aber ignorieren. Kriegt noch einen extra Schaden. Das wird ihn jetzt umhauen. Ein extra Schaden. Er keucht, also ihm geht's gerade nicht gut. Ja, das kommt davon, wenn man behauptet, man wäre geweihter Chor, aber man ist es nicht. Er würde gerne angreifen. Er hatte so tolle Sachen, die ich jetzt mit ihm machen wollte. Ja, 9 Streiche für Chor, ja. Ich wollte schön mit dem Chorspieß zuheben, hier schön immer ein TP reinballern. Boah, Junge, und dann auf dem 9. Aber ich kann halt nicht. Du ekelhafter Mistkerl. 22 ist durch. Die Moluren, 2 Leute, die auf Iserun einstürmen. Mit ihren Speeren. Achso, Jalan, ein wichtiger Hinweis. Sein Bein brennt weiterhin. Ja, damit lebe ich. Dann soll es halt abfallen. 1, 2. Und nochmal 1, 2. Die haben umgewandelt. Iserun kann einen parieren. Ja, dann pariere ich einen. Meisterparade plus 4. Kannst natürlich auch ausweichen, wenn du willst. Stimmt, das könnte ich ja auch noch. Das dann verlierst du Initiative, was geht. Nee, also es wäre gezieltes. Nee, als freie Aktion will ich das. Freies Ausweichen bringt dich aber, glaube ich, nicht außer Reichweite, oder? Ja, ist mir egal. Ich pariere jetzt halt rein. Wow, bam, das bam. Ist eine freie Parade. Oh, Junge. Das ist eine freie Parade. Kannst du halt noch mal parieren? Ich denke schon, dass du die 4er von der Masterparade schon hattest. Ja, das ist egal. Dann, weißt du was, 1 bestätigt 1, dann gebe ich dir eine Meisterparade 8. Finde ich irgendwie okay. Okay, das so, nehme ich gerne an. Dann, Speer ist einmal pariert, ein zweites Mal pariert, dann kommen noch 2 Speere durch. 1, 2. Sind einmal 10 und einmal 9 TP.
und Schild haben. Torso und Schildarm sind keine weiteren relevanten. So, Torso wird keine Wunde sein. SP kannst du dir selber notieren. Bekommst du SP? Das ist nicht. Wie viel richtig. Schaden war das? 10 und 9. Einmal, ne? 10 und einmal 9. Torso und 9 in den Arm. Ja, ich bekomme dann einmal 4 und einmal 3 Schaden. Einmal 4 und einmal 3 Schaden. Also Isarun bekommt auch Schaden. Yalan, du bekommst 3 halbe sind 2 SP. Aua. 2 SP, die durch dein vergiftetes Bein strahlen. Dann sind die anderen Moluren weiter in Formation. Wollen Abelmir... Einer bricht aus der Formation aus. Und zwar dieser hier. Der dreht sich um. Damit ist die Formation nur noch in 4 Leuten. Und würde ganz gerne nach einer Aktion Position sticht er einmal auf Abelmir ein. Und zwar in die Seite. 20. Kein Patzer. Abelmir taucht unter ihm hindurch. Dann sind die Moluren fertig. Mein Krakon-Krieger hatte pariert zu lange. Gut, dann gehe ich auch ran, bevor die jetzt alle auf Isarun gehen. Dann sollten 2 bei mir in Reichweite sein. Die können mich beide noch angreifen, oder? Nein, können sie nicht, weil du in der jetzt Initiative nach ihnen dran bist und sie ihre Aktion verfallen lassen haben müssen. Gut, dann parieren können sie noch, aber nicht angreifen. Gut, dann werde ich jetzt erstmal den angreifen, der schon Schaden von Abelmir gefressen hat. Ja. Der kriegt dann einen Wuchtschlag 8. Ja. 6. Warte, parieren können sie noch, ne? Also finden kannst du auf alle Fälle. Der eine hat sich umgedreht, oder? Einer? Ja, genau. Der eine hat, der hat sich umgedreht und die anderen das beiden... Das heißt, der dreht mir jetzt den Rücken zu, oder? Nein. Nee, der guckt dich hier, weiter an. Genau. Den anderen habe ich aussortiert aus der Formation. Okay, ja, ich habe mich schon bewegt, also an den komme ich nicht mehr ran. Es geht nur darum, dass du könntest noch weiter finden. Ja, wenn ihr mir das schon nahelegt, dann machen wir... Das ja, Tolle an der Formation... Er hat ja auch nur eine Parade. Eine Parade, ja, aber zweimal eine Parade, weil sie in Formation stehen. Ja, zwei Typen sind, okay. Deswegen wollte ich sagen, die Finte ist relevant. Ja gut, dann machen wir stattdessen eine Finte. Welche Distanzklasse haben die? Speere. Was ist denn das? S. Und jetzt der Spielverderber sein zu wollen, aber dann müsstest du entweder auf S rangehen und von da aus hantieren, ja, oder Passierschlag hinnehmen. Ich kann die Speere, das sind kurze Speere, die kämpfen auf N. Passt. Okay, okay. Ja, passt. Sonst hätte okay. Isarun vorher noch nicht passt. Machen wir. Okay, es hat nicht geklappt. Ich habe dann noch eine Aktion übrig. Das heißt, ich mache jetzt mit einer halbierten Erschwernis nochmal einen Angriff auf den. Ja, weil du... Was war das? Klingentänzer? Ja. Also anstatt einer plus 6, eine plus 3. Und denk aber es ist ungewandelt. Nee, es ist nicht ungewandelt. Umwandeln kostet für einen weiteren Kampf nichts. Aber denke daran, dass du eine plus 4 bekommst, weil du eine Aktionposition diese Runde gemacht hast. Die hatte ich dann aber jetzt bei der ersten Aktion schon, richtig? Ja, die hast du bei allen, was du diese Runde tust. Achso, das gilt auch für die andere. Es ist, ja, es ist keine abbaubare Schwernis, das gilt die ganze Runde. Gut, dann ist es eine plus 7. Ah, das ist gerade so gelungen. Ich kann zweimal parieren, eins, das reicht schon, passt. Fertig. Gut. Zumindest durch, nächste Kampfrunde, 15 Bultaks. Ja, du zauberst ich zauber weiter. Du natürlich. Zauberst noch. Nächste Kampfrunde, erste Aktion, geht er dann durch. Genau. Der Oberst ist dran. Möchte vorziehen. Ja. Erlans Hand ringt noch davon, dass er gerade die lange Stangenwaffe mit einem Langschwert pariert hat. Und er versucht irgendwie den Bären herumzuzwingen, ihn von den Innereien des Magiers abzuwenden, dass er sich dem Oberst zuwendet. Abrichtenprobe? Ich würde jetzt eine Reitenprobe machen eigentlich. Nee, es ist eine Abrichtenprobe. Okay, Abrichten. Ja, ich kann beides sehen. Ich kann beides sehen. Die ist aber gut gelungen. Ja, passt. Du ziehst an den Zügeln und kannst sie dann davon abhalten. Sie hat noch so ein paar ekelhafte, fischige Gedärme im Mund, was auch immer da für Organe dann verwurstet sind, aber mit den Klauen wird sie sich dann ausrichten. Und dann knurre ich noch in den anderen zu. Wenn ich Hilfe vielleicht! Und spare meine Parade auf. Alles klar, dann bin ich mit der 16 dran und zwar wieder Hellebarde. Das sind 3. Genau. Hellebarde und Scheren. Aua.
pariere erste. Aua, oh. Was zur Hölle ist das? Okay. Was zur Hölle? Ich kann die Schere nicht parieren. Alter. Das wird mich jetzt vermutlich aus dem Sattel holen. Erstmal pariere ich die. Hellebarde ist gelungen. Und die Bestätigung, es ist kein Crit. Ja, das ist aber trotzdem halbe Parade. Die halbe Parade. Dies ist damit nicht... doch, es ist pariert, weil ich in 3 Erleichterungen habe, weil ich beritten gegen Fußkämpfer bin. Ja. Damit ist die Parade, ich glaube, um einen Punkt drüber geschafft. Die Distanzklasse müsste auch egal sein, ne? Bei der Parade. Die Distanzklasse ist bei Parade egal, außer ich bin zu niedrig und das bin ich nicht. Jetzt kommt die Schere und das ist 1 bestätigt 1. Das ist doppelter Schaden auf den Scheren. Mhm. Komm, würfel 2 Einsen. Das sind nur 22 in Bauch. Schicksalspunkt für irgendwas? Sonst ich muss mal überlegen, ob ich frei ausweichen möchte. Ja. 3. Ja, es schadet nicht, es nicht zu tun, sonst schickt mich auf die Bretter. Ich mache einen Bären ausweichen, I guess. Ja, spring vom Bären runter. Also ich wollte den Bären ausweichen lassen. Nee, spring vom Bären runter. Okay. Ist das eine Probe? Bist du auch nicht mehr. Nö, einfach runter. Also Ausweichenprobe, klar. Ja. Dann halbiert das Ausweichen, das ist geschafft! Das ist halbiert geschafft! Warte. Nee. Das ist 3 erleichtert, weil ich. Nee, die. Um 3 erleichtert? Ja. Wo ist es denn um 3 erleichtert? Beritten gegen Fußkämpfer. Distanzklassen? Distanzklassen ist eine 2er Erschwernis. Ja. Dann ist eine 3er Erleichterung, dann habe ich 10, 10 halbiert ist 5, ich habe eine 4 gewürfelt. Okay. Das macht mir gerade die 3 Einsen ziemlich madig, aber mit einem alles vernichtenden Lanzenstich, der die Zügel zerschneidet, kannst du dich erst einmal aus dem Sattel befreien und hechtest dann nach hinten. Sagen wir, ich lasse dabei das Schwert fallen. Sagen wir, die Hellebarde okay. Hat es mir aus der Hand geschlagen und es wirft mich in so eine Rückwärts aus dem Sattel. Das ist nicht wirklich was Gekonntes, sondern eher richtiger Zappen. Ja, der Sattel rutscht so ein bisschen runter. Irgendwas hat er da wohl getroffen und der Scherenstreich, der dann hinterfolgt, der die Luft zerschneidet und auch so ein bisschen den Limbus grau aufwabern lässt. Du weißt nicht genau, was passiert ist, aber du rollst dich ab und damit ist ja Omeria durch, der Oberst Zulgur.